Ja, aber dann sagt sie, ich nehme sie nicht mehr wahr als Frau. Okay. Und versäumt dabei, wie alle Frauen, das aus einem evolutionstechnischen Blickwinkel zu sehen. Okay, meinst du Steinzeit? Männer gehen jagen, Frauen bleiben in der Höhle. Ach, Stefan, jetzt kommen wir bitte nicht mit so einer populärwissenschaftlichen Kacke hier. Wirklich, ich rede nicht von irgendwelchen Beziehungsratgeberweisheiten oder so einer Scheiße, Mann. Ich rede hier von Fakten, okay? Empirisch belegte Fakten. Ja, okay. Jetzt guck dir bitte diese genmanipulierte Hays-Scheiße an. Das ist doch wieder die Natur. Wo war ich stehen geblieben? Steinzeit. Ja, also Fakt ist ja, und das weißt du, die Menschheit stammt von Außerirdischen ab. Ach so? Wusste ich nicht. Ah. Was hast du denn gedacht? Ja, dann erklär mir doch mal bitte, wie innerhalb von ein paar tausend Jahren aus einem Halbaffen auf einmal plötzlich ein Homo sapiens wird. Naja, das... Nein, Stefan, nein. The missing link, verstehst du? Diese Aliens, übrigens intellektuell natürlich extremst fortgeschritten, weil wie wären die sonst zu interstellarer Raumfahrt fähig gewesen, ne? Ja, klar. Diese Aliens landen also vor ein paar hundert Jahren bei uns auf der Erde und waren am Anfang wahrscheinlich extrem enttäuscht, weil außer ein paar Halbaffen und ein paar Säbelzahntigern war gar nicht so viel los. Jetzt denken die sich, hey, wir sind jetzt hier 100 Lichtjahre durchs All geflogen und wenn wir jetzt hier schon keine Handelsbeziehungen aufbauen oder moderne Technologien austauschen können, dann lass uns auch einfach eine Runde gepflegt ficken. Ja, und nach dem Motto dumm, fick gut, haben sich diese Aliens dann mit diesen zwar unterbelichteten, aber dauergeilen Primaten eine Zeit lang köstlich amüsiert und sind dann zurückgeflogen nach Alpha Centauri. Raus kam bei der ganzen Geschichte wer? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir, Stefan. Wir. Die Menschheit. Guck mal, in unseren Adern... In unseren Adern fließt sowohl Alien als auch Affenblut, was sowohl unsere intellektuelle als auch unsere triebhafte Seite erklärt. Verstehst du? Sympathikus, Antipathikus, Yin, Yang, Luke Skywalker und Darth Vader, die gesamte Tragödie der menschlichen Existenz. Verstehst du die Richtung, die ich in der Diskussion hier einschlage, Stefan? Nicht richtig. Die Stoßrichtung ist, in meinen Adern fließt höchstwahrscheinlich etwas mehr Alien als Affenblut. Ja, was dann auch genau erklärt, warum ich zwar auf der einen Seite vielleicht schlauer bin als die meisten, auf der anderen Seite aber, und das versteht Sabine halt nicht, halt nicht so viel Bock auf Sex hab. Kann aber auch daran liegen, dass du seit 25 Jahren extrem viel THC konsumierst. Ich kann auch sagen.